Wir haben euch entscheiden lassen, wen ihr beim AdKick TV Talk auf der Couch sehen wollt. Nach einem umkämpften Voting begrüße ich nun ganz herzlich die Gewinner Toni und Edu Avarello. Hallo Jungs, schön, dass ihr hier seid. Hi Jurek. Tag auch. Jungs, euer Vater konnte leider nicht kommen. Leider ist er nicht da, er muss arbeiten. Wir werden ihn auch noch kriegen, aber ihr werdet auch ohne euren Vater sicherlich ein paar ganz gute Aussagen tätigen. Ja, Edu, du spielst in der Oberliga. Toni, du spielst, obwohl du älter bist, eine Liga tiefer, in der Landesliga. Edu, jetzt mal ganz ehrlich, wer ist der beste Fußballer von euch? Wer ist der Bessere? Ich sag mal so, dadurch, dass ich immer jährlich beim Verein geblieben bin und nicht den Verein immer gewechselt habe, konnte ich mich weiterentwickeln. Ja, und Toni hat ja, glaube ich, in 3-4 Jahren 8 Vereine durch. Ja, dadurch würde ich sagen, dass ich talentierter bin und mehr mitbekommen habe, was taktische Sachen angeht. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Holzfuß ist. Du hast dafür 8 Trainer miterlebt. Das habe ich auch miterlebt. Also stimmst du schon, Edu, zu, dass er ein bisschen besser ist als du? Ich würde sagen, er ist talentiert, aber ich habe den Riecher für die Meistermannschaften. Den Riecher für was anderes hast du auch. Es ist nämlich so, dass du im Hamburger Amateurfußball, genau wie auch Edu, relativ bekannt bist. Auch dafür, dass ihr, ja, sag ich mal, auf dem Platz eine kleine Drecksau seid. Ihr spielt mit Haken und Ösen und kann das sein, dass vielleicht Materazzi so ein Vorbild ist von euch? Ja, Materazzi selber nicht. Aber auf dem Platz gibt es keine Freunde. Danach ist wieder Handshake, dann läuft es wieder. Auf dem Platz werden aber ein paar nette Tricks angewendet. Es gibt ja auch noch zwei Verwandte von euch, Avarellos, die eh nicht spielen. Wer von euch vier ist denn jetzt der Schlimmste? Ich sag mal, der Krankeste ist Louis. Der würde nicht mal seinem besten Freund Hallo sagen vor dem Spiel. Aber, ist der Schlimmste. Aber ja, ich sag mal so, kurz danach kommt, würde ich sagen, mein Bruder. Das hat er ja gegen ETV bewiesen. Ich würde sagen, ich bin der ruhigste von allen. Auch wenn jetzt vielleicht einige lachen oder so, oder der am meisten Geduld hat. Aber du bist genauso eine Labertasche wie wir alle. Ich sag mal, ich habe jetzt auch nicht viel Grund zum Labern, dadurch, dass man nicht so viel Einsätze hat. Aber das wird sich ja zeigen, spätestens gegen Bergedorf. Gut, also deiner Meinung nach ist Louis der Schlimmste. Das sei dann mal dahingestellt. Er wird das sicherlich anders sehen. Wenn ich euch jetzt beide angucke, Italien-Trikot, Italien-Emblem, ihr seid schon stolze Italiener. Jetzt haben wir bei der WM natürlich die ein oder andere Diskussion gehabt. Ihr habt ganz gerne auch mit deutschen Fans diskutiert. Deutschland ist aber deutlich weitergekommen im Turnier als Italiener. Jetzt ist die Frage, die ich euch stelle, hat Deutschland mittlerweile Italien überholt? Ist die deutsche Nationalmannschaft besser? Die hatten halt den Umbruch schon früher. Also definitiv zurzeit würde ich sagen, Deutschland ist wirklich stärker. Siehst du ja, Italien-Umbruch gestern gegen Estland. Das war stark. 1-0 Rückstand aufgeholt, auf 2-1 gegen Estland gewonnen. Bin ich stolz drauf. Nein, aber worum es natürlich auch geht, ihr habt ja immer Krisengespräche oder Gespräche mit deutschen Fans gehabt oder auch Spielern, die für Deutschland waren, und da seid ihr ja schon öfters mal aneinander geraten. Ich sag mal so, die Deutschen haben jetzt 4 Jahre drauf gewartet, dass Italien so einen Misserfolg hat nach der WM hier in Deutschland. Und na klar kamen die einen Anrufe, ja, was hat Italien in der WM gemacht, das war ja eine Katastrophe, und bleibt ja nichts über, als das zu bestätigen und dass Deutschland einen besseren Fußball gespielt hat. Aber ja, konnten sich auch nichts mehr davon. Und Stern haben die jetzt davon auch nicht mehr. Kommen wir mal vom Nationalfußball wieder auf den Regionalfußball. Edu, ich habe einen guten Kumpel von dir gesprochen, Mübi. Und ja, der hat mir gesagt, dass du ein J-Lo-Popo hast. Wie meint er das denn genau? Ist das denn jetzt so, dass du einfach mal am Hintern ein bisschen übergewichtig bist? Oder ist das einfach ja, die pure Muskulatur, die man da sieht? Das sind alles Muskulaturen. Eigentlich bin ich auch der geborene Mittelstürmer, aber das hat noch gar keiner gemerkt wegen dem Ballabschirm. Aber ja, was soll man dazu sagen? Jasko, glaube ich, bei Ramovic weiß, wie das ist, mit so einem Hintern aufzuwachsen. Muss man mit durch, ne? Er hat die Gene von Lukaku. Er ist vielleicht nicht ganz so schnell. Toni, kommen wir zu dir. J-Lo ist eine Künstlerin, aber ich habe deinen Weg mal ein bisschen verfolgt. In der Vergangenheit bist du auch schon in der künstlerischen Schiene tätig gewesen. Du hast mal für ein Haarprodukt als Model gearbeitet. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso hast du das nicht weitergemacht? Sind dir dann die Haare vielleicht ein bisschen ausgefallen oder sahst du einfach nicht gut genug aus? Woran lag das? Meine Haare sind, glaube ich, ausgefallen. Ich kann dir nicht sagen. Also es war echt eine geile Aktion. 6 Wochen lang in Berlin in einem Loft gelebt. Mit Fotoshooting, Filmaufnahmen, Feiern bis zum Umfallen. War eine geile Zeit, aber danach 1-2 kleine Jobs, aber nicht mehr.
Gut, okay, also deine... Wobei bei meinen 1,80 hätte ich eigentlich noch ein paar Jobs kriegen müssen, oder? Normalerweise hättest du sie kriegen müssen, aber ich glaube, dann wäre vielleicht auch Edu dir dazwischen gesprungen, weil er ja eigentlich relativ ähnlich sieht und... Ich glaube ja, dass er was in mein Shampoo reingetan hat, damit die Haare ausfallen. Das weiß man nicht, aber was sind meine Haare dann? Jungs, zum Abschluss, wenn man etwas im Hamburger Fußball ändern könnte, was sollte man machen? Den Hamburger Fußballverband austauschen mit neuen Leuten. Warum? Weil das vielleicht irgendwann mal, ja, weil da vielleicht frisches Blut rein muss. Was fehlt euch, womit seid ihr unzufrieden? Ich glaube, es müssten ein paar relativ frische, die jetzt mit dem Fußball, die halt, ich meine, die Generation ist gewechselt. Allgemein, was nicht nur Hamburger Fußballverband betrifft, so die Typen, die fehlen auch in den Mannschaften, finde ich. Und genauso fehlen halt auch Typen, die sich halt auch mit den Spielern auseinandersetzen, die Spieler kennen, die wissen, was sie wollen. Sowas fehlt halt dort, weil es läuft sehr bürokratisch dort ab. Also wenn ich jetzt sehe, das beste Beispiel mit unserem HEBC Süderelbe-Urteil, 3 Punkte verloren, ist okay, aber Geldstrafe und Neuansetzung bei Süderelbe versteht kein Mensch, verstehe ich einfach nicht. Gut. Jungs, ich danke euch für die knackigen Aussagen. Ich hoffe, dass Italien vielleicht irgendwann mal wieder an das Niveau von Deutschland herankommt. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund. Wir haben 2 Italiener kennengelernt, die ein Herz mittlerweile auch für den deutschen Fußball haben. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal in einer Liga vielleicht mit allen Avarellos zusammenspielen und dass es dann auch friedlich zugeht. Tschüss und auf Wiedersehen.